Bevor ich anfange, drei Vorbemerkungen. Erstens, Dschungeldämonen haben wir auch dieses Jahr polizeilich nicht feststellen können. Zweitens, ganz herzlich möchte ich Christian Wittstadt begrüßen, den Leiter und Verantwortlichen der Festwiesenwache. Und drittens, wenn ich Ihnen jetzt hier gleich Zahlen vorstellen werde, dann klingen die jetzt erstmal sehr viel und da sind ganz schlimme Begrifflichkeiten drin, die teilweise auch Unruhe erzeugen können. Aber wenn wir über diese Zahlen und über diese Begrifflichkeiten reden, bitte immer vor Augen führen, wir haben Stand heute 3 Millionen Besucher oder, um es mal aufs letzte Jahr zu beziehen, 5,6 Millionen Besucher bei 1100 Straftaten. Es gibt tatsächlich keine Gemeinde, wenn ich das auf einen Pro-Kopf-Schlüssel umrechnen würde, keine Gemeinde in Deutschland, die, was Kriminalitätsbelastung angeht, sicherer ist als das Oktoberfest. So, ansonsten, Michael Rieland, du stehst mal bitte ganz kurz auf für die Pressevertreter. Wir haben ein Handout. Da sind noch viel mehr Dinge drin, als ich Ihnen jetzt gleich erzählen werde. Wenn ich das täte, müssten wir nämlich sonst hier ein Abendessen einnehmen und das will keiner. Wir fangen an. Wir haben dieses Jahr mehr zu tun. Wir haben mehr Einsätze. Einsätze heißt nicht mehr Kriminalität. Wir haben rund 920 Mal bereits als Münchner Polizei hier auf dem Festwiesengelände einschreiten und aktiv werden müssen. Das ist ein Plus von rund 70 im Vergleich zur ersten Wiesenwoche im letzten Jahr. Wir haben tatsächlich mehr Personen vorläufig in Gewahrsam nehmen müssen. Was heißt das? Das heißt, dass wir in rund 780 Fällen 60 Mal mehr als im Vergleichsraum letztes Jahr Damen und Herren, vorzugsweise Herren, mitnehmen mussten und davon überzeugen mussten, dass der Wiesenbesuch jetzt, und zwar bei uns, endet. Das hatte meistens, sagen wir mal, eine alkoholbedingte Ursache. Manchmal war das Hormon auch nicht so ganz in den Griff zu kriegen. Aber Fakt ist, unsere Linie ist ja, dass wir als Münchner Polizei rechtzeitig einschreiten, bevor es zu Straftaten kommt. Und diese Zahl ist ein Beleg dafür. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass die Kriminalität auf der Wiesn gestiegen ist, dann möchte ich bitten, dass Sie ganz kurz, bevor Sie dieses Faktum notieren, innehalten und vielleicht noch den Punkt Betäubungsmittel abwarten. Der kommt später erst. Wir haben ein Plus in der Gesamtkriminalität, also in den Strafanzeigen, die wir erfasst haben, von 50. Damit sind wir jetzt bei 550 Strafanzeigen in der ersten Woche. Und nochmal in Relation bitte, bei circa 3 Millionen Besuchern. Wir haben erfreulicherweise im Bereich der Hoheitsdelikte bislang kein versuchtes oder vollendetes Tötungsdelikt. Wir haben 5 Raubdelikte und ein Plus bei den sogenannten Sexualdelikten. Da hatten wir im Vorjahr 17 und haben uns dieses Jahr auf 34 erhöht. Und so ein Sexualdelikt, das klingt jetzt erstmal sehr erschreckend, ist aber einmal der gesamte Strauß an Delikten, die losgehen bei der sexuellen Beleidigung, sexuellen Nötigung, übers Grapschen bis hin zu Exhibitionisten, die wir schon hatten. Allerdings in einem Fall auch eine versuchte Vergewaltigung. Das Taschen-Rucksack-Verbot, das wir als Münchner Polizei sehr begrüßen und natürlich auch weiterhin als solches unterstützen, hat einen positiven Nebeneffekt. Die Taschendiebstähle gehen zurück. Einfach aus dem Grund, dass heutzutage kaum noch jemand seinen Rucksack oder seine große Handtasche über Stunden irgendwo unterm Biertisch liegen lässt. Wir haben hier einen Minus von 11 Fällen, 94 im letzten, 83 in diesem Jahr. Allerdings haben wir einen Zuwachs im Bereich der Delikte, wo Taschendiebe quasi in die Zelte gehen und Jacken abklopfen. Also Jacken sind die neuen Handtaschen, respektive dass unsere Taschendiebe hingehen und diese abgelegten Taschen nach Wertgegenständen abklopfen. Da haben wir, und auch das muss man von den Zahlen mal in Relation sehen, eine Steigerung von 7 auf 19 Fälle. Und bei diesen 19 Fällen haben wir bereits 17 Täter festgenommen, und zwar in der Regel bei Tatbegehung. So viel zu unserem Konzept unserer zivil eingesetzten Taschendiebfahnder hier auf dem Festwiesengelände. Die Körper-
Verletzungsdelikte liegen mit rund 150 Fällen auf Vorjahresniveau. Die gefährlichen Körperverletzungen sind erfreulicherweise zurückgegangen. Und etwas, das uns sehr, sehr viel Sorge macht, nämlich die Maskrug-Schlägereien, wo wir im Jahre 2016 tatsächlich ein deutliches Plus hatten, sind auch zumindest auf Vorjahresniveau geblieben. Und das erfreut uns sehr. Jetzt muss man eins dazu sagen, wenn wir jemanden beim Taschendiebstahl erwischen und der nicht ohnehin in Untersuchungshaft geht, weil er nicht aus München kommt oder keinen festen Wohnsitz hat oder es gewerbsmäßig tut, oder falls uns jemand auffällt, der hier durch Aggressionsdelikte in unseren Fokus gerät, machen wir konsequent eins, und zwar zusammen mit der Landeshauptstadt München. Wir versuchen Betretungsverbote, sofortige Betretungsverbote fürs Festgelände, und zwar für die restliche Wiesn, zu erwirken. Und das machen wir natürlich umso mehr auch, wenn ein Maskrug eine Rolle gespielt hat. Wir haben als Münchner Polizei hier auf dem Oktoberfest einen sehr, sehr guten Stand. Unsere regionale Bevölkerung kennt uns und ich möchte fast schon sagen, schätzt uns. Nichtsdestotrotz hatten wir auch bei den Widerstandshandlungen einen sehr positiven Trend. Wir haben einen Widerstand weniger als im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz wurden bislang 5 Kolleginnen und Kollegen von uns leicht verletzt. Und das behalten wir natürlich auch entsprechend weiter im Fokus. Wenn ich jetzt von einem Plus bei Straftaten rede und Sie bisher von mir gehört haben, dass alles gleich geblieben oder weniger geworden ist, dann müssen diese Zahlen ja irgendwo herkommen. Und das liegt tatsächlich an den Verstößen gegen das sogenannte Betäubungsmittelgesetz. Wir haben im Vorjahr 97 Fälle, in diesem Jahr 150 Fälle, also ein Plus von 53, wo wir tatsächlich entweder, weil wir es auf der Videoüberwachung hatten oder weil unsere zivilen Einsatzgruppen entsprechende Wahrnehmung hatten, Personen, die Betäubungsmittel aller Couleur dabei hatten. Aber das ist jetzt kein Grund, um von einer Rauschgiftwiesn zu sprechen, sondern es ist tatsächlich so, dass wir im Prinzip insbesondere bei Damen und Herren aus dem, lassen Sie es sich mal freundlich formulieren, nicht oberbayerischen Raum, in der Regel die gängigen Betäubungsmittel zum Eigenkonsum festgestellt haben. Aber das bei einer mittlerweile sehr, sehr gut videoüberwachten Wiese mit einem sehr, sehr guten Einsatzkonzept, was Zivilkräfte angeht, ist und bleibt halt eine schlechte Idee, und deshalb kriegen wir die auch. Und das erklärt momentan den Plus an Straftaten im Betäubungsmittelsektor. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Bereich des Verkehrs. Liebe Wohnmobilisti, wir haben noch Platz. 1250 Stellplätze sind ausgewiesen, 823 sind mit Stand heute Morgen 5 Uhr belegt gewesen. Also wer noch mit dem Wohnmobil zu Wiesn kommen mag, kann das gerne tun. Kleiner Hinweis, aber nicht im Stadtgebiet, wir haben ausgewiesene Stellplätze dafür. Schön auch weniger Unfälle mit Wiesnbezug. Zum Glück bislang kein einziger mit tödlichem Ausgang. Allerdings, ich weiß nicht, ob die Brauereien uns demnächst erzählen werden, dass der Bierumsatz in die Höhe gegangen ist. In die Höhe gegangen sind die Trunkenheitsfahrten. Wir sind von 160 im Vorjahr auf 188 in diesem Jahr. Aber jede Trunkenheitsfahrt, die hier statistisch aufläuft, heißt auch von uns erwischt. Also insofern sollte sich jeder vor Augen führen, dass wir als Münchner Polizei natürlich insbesondere zur Oktoberfestzeit verstärkt kontrollieren. Weil abgeschleppt wurde, aber das sind alles Zahlen, die können Sie rausnehmen. Interessant vielleicht auch noch das Phänomen Rikschas. Es ist ja ein einträgliches Geschäft, das dort insbesondere natürlich dann auch aus Rikscha-Fahrer die bundesweit zu uns kommen, anlässlich des Oktoberfestes betrieben wird. Wir machen neuerdings verstärkt Rikscha-Kontrollen, und zwar nicht in Form von Testfahrten, sondern in Form von, wir schauen uns die Dinge an. Und wir haben jetzt in 2 Fällen zum Beispiel 2 Geräte zutage gefördert, die technisch so getuned waren, dass sie keinen technischen Standard mehr erfüllt haben und von uns aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Reden wir noch ganz kurz über Betretungsverbote. Die Landeshauptstadt München hat aufgrund von Straftätern des letzten Jahres 24 Betretungsverbote ausgesprochen. Ich habe ja eben gesagt, wenn neue Herrschaften hinzukommen, die ganz laut hier ich schreien, indem sie sich hier nicht benehmen, machen wir da natürlich mit. Und in diesem Jahr sind alleine 11 Betretungsverbote neu hinzugekommen. Das heißt, jeder, der sich hier nicht benimmt und der sich hier nicht an die Spielregeln hält, bekommt nicht nur Ärger mit der Münchner Polizei, sondern für den war es das auch mit der Wiesn.
Das Thema Videoüberwachung ganz kurz nur am Rande. Wir hatten es ganz kurz gerade bei den Betäubungsmitteln. Wir haben 37 Kameras dieses Jahr. Letztes Jahr waren es 29. Und es ist für uns ein ganz, ganz wichtiges und sehr erfolgreiches Einsatzmittel, wie nicht nur die Fälle im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität gezeigt haben, sondern auch zur Einsatzsteuerung. Und es gibt mittlerweile kaum noch Bereiche, die auf dem Oktoberfestgelände für uns einen toten Winkel darstellen. Und das dient letzten Endes der Sicherheit aller. Bodycam vielleicht noch ganz kurz. Bodycam, kleine gelbe Kameras, die von 4 Wiesengruppen getragen werden, auch neu dieses Jahr. Aber bevor wir da zu einem Fazit kommen, würde ich gerne zur Schluss-PK verweisen. Und da ich weiß, dass auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst noch spannende Zahlen hat, verweise ich auf die Detailzahlen, die von Michael Rieder verwiesen werden und übergebe jetzt an Florian Hörhammer. Ja, jetzt kommt mir, weil mir das echt wichtig ist. Ist darauf zurückzuführen, dass wir mehr Kameras draußen haben und dass mehr Kontrollen durchgeführt werden konnten, weil es insgesamt eine friedliche und ruhige Wiesn ist. Und habe mehr Zeit, auch solche Dinge noch stärker zu kontrollieren. Es ist mir ganz wichtig festzuhalten, damit da kein Zerrbild entsteht. So, und jetzt hat der Florian Hörhammer von der Feuerwehr das Wort.